Ja, hi, willkommen. Mein Name ist AniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge haben wir uns in der Stadt Logris, ja. Oh, warte mal, da kann man sogar sehen, wo ich hin muss, ne? Hm. Ah, cool. Ein bisschen umgesehen und ja, Magilu hat sich wieder von uns getrennt. Artorius wurde zum Hirten erhoben. Was? Und ja, wir müssen gucken, was wir als nächstes machen sollen. Wir sollen zu einer Taverne gehen und uns mit irgendjemanden treffen. Kollegen von Eisen und ja, mal schauen. Ich werde allen denen, denen ich auf meiner Reise begegne, von der Rede des Hirten berichten. Ich empfinde das als meine Pflicht. Sie werden mir gewiss dafür danken. Ja. Mal gucken. Ach ja, und während ich am Speichern war, habe ich den Titel Menüexpertin bekommen. Sehr gut, oder? Also 300 Minuten im Menü verbracht. Und ja, das gibt einen sehr guten Angriffsboost, merke ich gerade. Aber lass mal erstmal. Ich will lieber mehr Ausrüstung im Kampf bekommen. So. Willkommen. Besichtigt ihr die Sehenswürdigkeiten der Stadt? Wenn ihr hungrig seid, gibt es nichts besser als einen Teller Marbo-Curry in der Taverne. Auch ihre anderen Gerichte sind fantastisch. Also, ui, der Chef wird mir das Fell versohlen, wenn ich die Konkurrenz angepriesen habe. So, meine ich hier. Was? Das wird wahrscheinlich das nächste Spiel sein, ne? Vor 800 Jahren. Asgard. Ob ich den Namen Asgard noch mal gehört? よし。今日の修行はここまでにしよう。ありがとうございました。それにしても、兄さんの技ってすごく品があるよね。これは俺の師匠、クローディン先生が作った剣技で。お、私もあんな綺麗な技を使ってみたいな。同じ型を教えたんだな。なぜかお前は 断りと違う蹴りや技が出る。ああ。体が勝手に動いちゃって。全くお前は。だが、ベルベットはちょっと先生に似ているよ。先生もなかなか変わった人だった。いつも風変わりなマントを着ていてな。風変わりなマント？でも、火のように強く、水のように周囲を潤し、地のように揺るがず、 風のように自由で、今でも俺の憧れの人だ。私も会ってみたいな。それはもう無理だ。亡くなったの？あ、先生は俺を守って。だから俺は。どうもすとます。本に書かれているのに300年も昔の。 あ、それは確かにね、ガイシャ・クラウディンさん。どうかした？うん。何でもないわ。クローディンって王様は随分強い奴だったんだの。それだけじゃないよ。歴史上で一番民を信じ、民から愛された王様って書いてある。ミッドガンド王国はそのクローディン王の一族、アスガード王家の末裔を名乗っている。アスガードストインビで。 そういう、リヒト氏を生んで、アイゲンテイルズオフハイルン、オラ。古代を終わらせた英雄王の栄光を再現しようという意図の表れかもしれんな。子供騙しね。称号なんかで世界を変えられるなら苦労しないわ。そうとも言い切れん。重要なのは、民衆が同志という称号に希望を見出し、支持している事実だ。それは、同志の名のもとに、 Aber die Sache ist ja die, Lafayette sah jetzt nicht so aus, als wäre er irgendwie gezwungen worden oder so. Er hat wahrscheinlich aus freien Stücken sogar gemacht, ne? Und da ist das Problem und da ist schon wieder ein Dings. Aha.
Damit hat er sich sozusagen geopfert für die Welt. Damit wurde die Welt mehr oder weniger gerettet, aber er wurde getötet. Also weiß nicht. Eine Person gestorben, Millionen von Menschen gerettet. Versteht ihr, was ich meine? Die Rede des Hirten hat die Hauptstadt elektrisiert. Unsere Aufführung wird bestimmt ein voller Erfolg. Die Schaustellerei ist ein Kampf gegen das Selbst. Der Erfolg hängt davon ab, ob man gewinnt. Solange man eine Fertigkeit besitzt, die als Buckelung begeistern kann, ist man dafür gerüstet. Ja. Ah, noch mehr Gespräche, meine Güte. Ich komme niemals aus der Stadt raus, habe ich das Gefühl. Dass es die Abtei in nur 3 Jahren so weit gebracht hat, ist kein Zufall. Fürst Artorius und Fürst Melchior haben seit nunmehr ein Jahrzehnt Gleichgesinnte um sich geschart. 10 Jahre, während wir von Verzweiflung erstarrt waren, hat der Irrte also für die Hoffnung gekämpft. Oh Gott. Kriege ich denn noch weiter in den Hintern? So, was ist mit euch? Doch, wer wird weiser? タイマ氏の才能を持った若者を組織したんだ。怪しいわね。だろう?ところが王国はアルトリウスの力と意志を認め、全面的にあの男を支援した。ひょっとして王国を乗っ取る気なのかも。あ、それはない。逆に腐敗してた政治や教会を立て直して、王家の基盤を強化したんだから。裏で私腹を肥やしてるとか。そういう噂すらないんだ。むしろ身を削って働きすぎて、 ist Artorius wirklich der Erlöser der Welt? Bin ich ein Dummkopf, weil ich ihn an ihn zweifle? Nein. Ist Velvets neuer bester Freund, habe ich so ein Gefühl. Ich weiß auch nicht, wie es euch geht, aber Malakim sind mir unheimlich. Sie sind doch auch Lebewesen, nicht? Sie haben genauso durchdrehen können wie die Dämonen. Malakim sind Werkzeuge, die unsere MP durch Fürst Artorius gab. Ihre Kräfte stehen denen der Dämonen nichts nach, aber ihr braucht sie nicht zu fürchten. Sie sprechen nur, wenn es ihnen der unseren befohlen hat. Moschee, das beruhigt mich doch etwas, danke. Unheimlich finde ich sehr immer noch. Nehmt es mir nicht übel. Was ist? Wow. Wir haben mit allen geredet. Die werden aber auch angezeigt hier, wenn ich weiß nicht in dem Bereich bin, ne? So, in der Taverne war ich, genau. Ja, dann gehen wir. Warte mal, da ist noch was. Da ist noch ein Gebiet, da müssen wir noch erkunden. Rückgefühl, wir laufen ein etwas langsamen Tempo. Da oben muss ich mal noch nachgucken. Vielleicht gibt es ja da was. Am Ende des Parts will ich auf jeden Fall wieder raus auf die Weltkarte gehen können. Wie viele andere Exorzisten waren auch hier nur gewöhnliche machtlose Menschen, ein von Visionen und imaginären Stimmen geplatzt nichts. Und nach der Offenbarung wurde mir klar, dass ich die Gabe der Resonanz besaß. Als ich von Artorius erfuhr, dass diese Kraft der Welt retten kann, schloss ich mich der Abtei an. Du wirst von den Imperien gekoren worden sein, weil ihr euch tapfer in Dämonen gestellt habt. Kennst du den Preis dieser Kraft? Einfacher Anhänger, der ist neu. Cool. Ja, ich guck mal, ob die neue Sachen das hier. Nein, nichts Neues. Hätte ja sein können. So, als ich das wieder alles hier irgendwie nachgestockt hätte oder so. Ach, was für eine bewegende Rede. Ich fühle mich spirituell erquickt. Wohl wahr, ich war mein ganzes Leben lang egoistisch. Ich schäme mich dafür, wie es ist, aber es war. Es freut mich, dass ihr euch bewusst geworden ist. Diese Erkenntnis macht uns zu besseren Menschen. Ja, wir müssen an uns selbst arbeiten, um dem Volk besser dienen zu können. Die große Kathedrale liegt vor uns. Früher hielt ich sie für überdimensioniertes und unnützes Gebäude. Welch sündige Gedanke ich dort hatte. Ach, ich wünschte, ich hätte die Rede sehen können. Ich wäre ja hingegangen, aber die Abtei hat mir einen letzten Augenblick einen Strich durch die Rechnung gemacht. Du weißt ja, wie es ist. Wenn man so viele Kunden hat, kann man sie schließlich schlecht wegschicken, nicht?
Was ist hier denn? Quest. Und da ist eine Kathedrale, ja. Was habt ihr zu sagen? Wenn ich die Alia angucke, außer ihr nur so Nebeninformationen. Das Reich und Fürst Artoris haben unsere Hilfe erbetet, so auf ehrliche und direkte Art. Wenn wir diese Bitte ignorierten, wäre unser Held als nicht wert, gerettet zu werden. Ei, wir werden zusammenarbeiten, die Welt neu aufzubauen. Nein, wir werden sogar eine noch bessere Welt errichten. Fürst Artoris hat mich zum Glauben bekehrt. Ordnung und Wille, ich wünschte, ich fürchte, es gibt ein Ende, doch kein Wundermittel, durch das die Welt gerettet werden kann. Lass nicht aufgeben, das sagt Fürst Artoris. Das stimmt, es ist wichtig, das nicht zu vergessen. Wir werden jeden Tag unser Bestes geben, so wie er. Ich glaube, selbst wenn andere Leute wissen, dass er ein Kind umgebracht hat, um all das zu schaffen, das wären den Leuten auf der Welt, glaube ich, vollkommen egal. Weil irgendwie die Welt wurde ja gerettet durch ihn, so wie ich das verstanden habe, vor 3 Jahren. Also ja, dann ist ein Kind gestorben, aber die ganze Welt wurde gerettet. Nach der Logik werden dann alle direkt gehen. Willkommen in der Kathedrale der Kirche von Midgard. Den ehrenwerten Leiter unserer Organisation hat sich von seinen Pflichten zurückgezogen. Die Gottesdienste werden nun von Hohepriestern geleitet. Bitte bleibt doch und bete zum Imperia. Ob ich das richtig ausspreche, ich weiß es nicht. Und da ist eine Truhe und die Musik wird immer leiser, aber ich sorge für, je höher ich irgendwo hingehe. Ja, Tränke des Lebens. Wir wissen, er wird vorhin jetzt ein Part ausgegangen ist mit Eisen. Irgendwie im Sekundentakt gestorben ist, weil ja auch so wenig Verteidigung. Ich habe gehört, eine Dragonias soll sich der Abtei angeschlossen haben. Stimmt das? Ja, ihr meint fürs Oscar. Er ist einer unserer Prätoren. Und ein vorbildlicher noch dazu. Also haben sie einen unnützen jüngsten Sohn losgeschickt, um jemanden in der Nähe des Hirten zu haben. Hahaha, kluger Schachzug, Haus Dragonia. Er war schon immer hervorragend, Ränkenschmiede. Der Exorzist im Gefängnis war ein Adeliger? Ja, die sind meistens immer die stärksten. Guck dir mal Fire Emblem an. Ach, nun kommt schon, es ist höchste Zeit, dass unsere Enkel die Zügel übernehmen. Du bist immer noch störrisch wie ein Maulesel. Fahr von deinen kleinen Zwischen im Rücken, lass ich mich doch nicht aufhalten. Ich bin hier, um für die ganze Schöpfung zu beten, nicht wegen der selbstsüchtigen Forderung anderer. So, nicht der gesamte Klerus befürwortet die Privilegien, die fürs Artorius und der Abtei eingeräumt wurden. Die Tatsache, dass eure Aktivitäten dadurch nicht behindert werden, verdankt ihr allein den Gnädigkeit vom Hohenpriester Gedeon. Vergesst das nicht. Aber natürlich, fürs Artorius und der Rest von uns sind den Hohenpriester dafür ewig dankbar. Jetzt gehe ich da ein, jetzt steht da Artorius. Also, was? Aber noch mehr Quests. Also nicht Quests, aber schon. Na, Papst. Zange nasai. Zange? Atashi ni itteru no? Hai. Sono munamoto ya koshimawari. Iroiro na imi de tsumi bukaki kata to omi uke shimashita. Doko miten no? Kono you ni, watashi wo fukume, hito wa oofukaki ikimono. Mizukara no tsumi wo mitome, seishu sama ni kokuhaku suru no desu. Kokoro wo mitsume naosu koto de, ゴーは沈められるでしょう。あ、そう。今までにやった罪を白状すればいいわけ?そうです。安心なさい。どんな罪も聖主様は許してくださります。告白します、聖主様。私は監獄で暴動を起こして脱獄してしまいました。え?それから町の倉庫に放火して船をかっぱらって逃げました。あと海賊に協力して壊滅させました。邪魔した奴は皆殺しです。どう?聖主様は許してくれるかしら?いや、その、懺悔の前に聖霊に出頭することをお勧めしますが。
そのつもりよ。聖霊の親玉、アルトリウスを殺すのが私の目的だから。タイマシ様、すぐに来てください。こうなると思ったわ。Hilfe, Exorzisten! Velvet, du sollst vielleicht nicht jedem irgendwie sagen, dass wir vorhaben, hier Artorius zu töten. Das ist vielleicht nicht so eine geile Idee. Besonders weil jetzt alle irgendwie auf den abfahren, weil er der Hirte ist. Wir haben Imperium, bitte schenkt mir die Gnade. Bitte rettet meine Familie und wache über unser Land. Wenn du uns erlöst, schwöre ich jeden Monat 10.000 Gold für diese Sache zu spenden. Der große Imperium wird eure Gebete gewiss erhöhen. Meldet euch wegen der Spenden später an mich. Herrlich. Was hat denn hier? Schulklasse oder so. Beten ist ja so langweilig. Ich will heim. Upsala. L2 aus Versehen gedrückt. Der oberste Purpriester ist Oberhaupt der Kirche. Blablabla. Egal. Ja, er hat es für mich ruiniert. Oh Gott. Vor allem wie Velvet aber 1:1 irgendwie gesagt hat, was ich im letzten Part gesagt habe, von wegen, dass wir ja voll die Heldentruppe sind. Ja, wir sind aus dem Gefängnis ausgebrochen, haben eine Stadt angezündet und sind dann, haben uns damit Piraten verbündet. Haben wir mal uns umgedreht. セレ術ではなく人間の聖職と力学的合理性を両立させたアーチ構造が見事だ。ここに聖主とやらが祀られてるの？いや、とてもそうは思えん。長らく聖主信仰は形骸化していた。この大聖堂も信仰のためではなく王国の大陸統一を記念して建てられたと聞いている。つまり権力を示すのが目的か。なるほど。そりゃ豪華に作るはずだ。驚くのは早い。ここはただの入り口。しかもまだ未完成だ。この奥に巨大な神殿を建築中で、完成するのは数百年後の予定らしい。そんな計画でいいのか？気長すぎるだろう。わからん。なぜか人間は時々こういう月の。Vielleicht irgendein Ort, der in Systeria irgendwann vorkommen wird. 死神とゴーマに呆れられるなんて、大聖堂のありがたみゼロね。神殿、どんなのかな。Ich habe das Gefühl, ich weiß, wie es irgendwann aussehen wird. Ich weiß nur nicht, was genau dieser Ort ist. Ist das nicht der Ort, wo wir gegen diese eine Medusa-Frau gekämpft haben? In Systeria? Ich war irgendwie als erstes gedacht, als ich irgendwie hier die Kathedrale gesehen habe. Ich weiß nicht mehr genau, was das war oder so. Keine Ahnung, in Systeria war irgendwie, weil ich sorry, ein bisschen zu komplex fand ich. In Seraphim, Resonanz und all so weiter, die ganzen Begriffe und so, die haben mich oft verwirrt in dem Spiel. Das hier ist ein bisschen einfacher zu folgen. Außerdem haben wir ja keine Layla, die irgendwie alles nur bruchstückeweise irgendwie erklärt. Und irgendwie alles von uns geheim hält. Weil nicht für die Hälfte des Spiels. So, gut. Boah, wir haben nicht häufig Gäste mit Kindern hier. Wir sind eine Taverne, servieren aber auch gutes Essen. So, wer bist denn du?1週間も煮込んで作るの。マーボーカレー。じゃあそれをところでバスカビルって人を知らない？ここで会えるって聞いたんだけど。その爺さんは聖霊の規律に逆らった悪人だ。とっくに処刑されたよ。そう。What？Müssen aber treffen。 ベルベット。 Mabo Kare, oishii yo. Ja, sie kann ja nichts schmecken. Naka ga ii no ne.
ご兄弟？いえ。そうよね。あなたの弟さんは殺されたんですものね。なぜそれを？闇は光を睨む者を見ているものよ。バスカビルが捕まっても闇ギルドは動いているのか。ええ。船長が消えてもアイフリード海賊団が止まらないように。あなたが窓口なの？ご用は何かしら？アルトリウスの行動予定を知りたい。それはちょっと根が張るわね。非合法の仕事よ。これを全部こなしてくれたらこちらも情報を提供するわ。Ich noch frag, willst du annehmen? Nach einem Vermissten suchen, Waren zerstören, einen Hinterhalt feilen, Waren zerstören. Ich will, dass du die Waren in der roten Kiste zerstörst, die in einem Lager aus dem Sexhornhafen stehen. Ja, meinetwegen. マギル記述団って書いてあるんだけど。What？ あら、門前でそうなのって言ったでしょ。そっちの力はよくわかった。達成したらここに報告に来てね。でも失敗した時は。私が勝手にやったことでしょ。迷惑はかけないわ。その心がけに応じて今晩は宿をサービスするわ。依頼は明日からになさいな。Ja, wir sind so was von das Gegenteil von Helden. アイフリード船長の行方ね。Meine Güte. 船長には借りがあるの。この件に関しては情報が入ったら無条件で教えるわ。頼む。あいつが失踪した現場には。ペンデュラムが落ちていた。それにどうやら特等タイマシメルキオールも絡んでいるようだ。マイリグで。大変そうだな。俺たちに付き合ってる場合じゃないんじゃないか？お前こそなぜベルベットに付き合っているんだ？ん？だから恩返しだよ。刀の在りかを教えてもらった恩があってだな。ゴーマが恩だと笑わせるな。海賊をやってる精霊の方が冗談だろ。何にせよ、俺たちは断りからはみ出したはぐれ者だ。こんな断りが仕切る世の中じゃ、はぐれ者は俺みたいに開き直って化け物になるか。さもなきゃ、俺たちのようにはぐれ者同士でつるむしかないだろうな。だろう？なのにベルベットは一人で世界に牙を剥いた。なかなかできることじゃない。あいつの強さの正体が何なのか、俺はそれに興味があるんだ。つまるところ自分のためか。いかんか？いや、俺も同じだ。聖霊の断りによる支配に抵抗するために意志と力を持った仲間が欲しい。アイフリード海賊団のバカな流儀に付き合えるのは同等以上のバカだけだ。俺もあいつがどこまでのバカか興味がある。ベルベットが聞いたら怒るぞ。褒めてるんだ。そんなバカはめったにいない。そうか。
お前たちの船長もそういう人間なんだな。ああ、アイフリードこそ立派なバカ野郎さ。Ah, schön. Aber eine schöne Szene. Na, kann ich mich gut in die Mischu und Matamiake Utena? Satte, Satte. Higekino Hiroin Kitari no Komusme no Kibaba. Kono Sekai ni Kahota no Kizu Tsukeuruka. Uragiri Mono Sagashi demo Shinagara, Kembut Sasete Murauka. Ja, und. Keine Ahnung, was mit ihr los ist. Sie führt auch was. Ich bestelle ein neues Rezept. Reiseerlaubnis. Okay. Dann zeig mal. Dio, Mel-Insel. Ja, zwei Siege ausgezeichnet. Zwillingshai nach Müller. Müllerinat. Was? Ja, direkt mal wieder. Mysterien der Schattengilde. やさしそうな顔して、したたかなばあさんだね。技術団のことも、私のことも知ってた。情報網は本物のようね。情報だけじゃない。偽造と言っていたが、通行手形も本物だ。王国内にも仲間を潜り込ませてるってわけか。先代のバスカビルは、反権力の塊のような男だと噂に聞いたことはあるが、処刑されていたとはな。 カリスマを失っても組織は揺らいでない。そこが知れない連中だな。それくらいの連中でなきゃ、清涼とは渡り合えない。情報を手に入れるためにも、依頼を成功させないと。うまい浸水をもう一杯飲むためにもな。気が合うな。あの店は、いい浸水を出す。あんたも頑張りなさい。 Mata Mabo Kareo Tabelle Tameni. Also, dann erledigen wir mal ein paar Aufträge für eine Schattengilde. Warum denn nicht? Wir tun schon so sehr fragwürdige Sachen machen, also warum nicht? Was ist das? Gunnier sind schwieriger als jeder Auftrag, in dem einen Blutschwingen aufhalten. Wollt ihr euch selbst davon überzeugen? Kellnerspiel. Oh nee. Um die Gäste in richtigen Bestellung zu bringen. Gäste, die eine Bestellung aufgeben sollen, haben Sprechblasen im Kopf. Bringen damit eine. Oh Gott. Ach, Talesmünzen ausgezeichnet. Also brauche ich das nicht machen. Laffy Set, was? Ich gerade damit kann man ein Kostüm freischalten. Ja, sieht man doch. Pudding. Pudding. Risotto. Ich glaube, ich habe die gleiche Musik, ey. Wie in Tales of the Abyss, glaube ich. Pudding. Geschafft. Weiter. So, Risotto. Löschen. Risotto. Willst du? Obsttorte. Mildes Curry. Ja, das sieht jetzt nicht so schwierig aus. Obsttorte, schon wieder. Oh, schön. Wie weit geht das noch? Ah, jetzt sind ja mehrere Leute. Pudding. Jedenfalls nicht so schwierig wie ein Tales of the Abyss Obstvater. Mabo Curry. Pudding. Willst du kommen? Komm schon, gib's her. Pudding und Mabo Curry. Pudding und
Marbo Curry. Ha. 300 Tails-Münzen. Okay. Bist so aufrichtig und treu, als dass es wehtut. Wenn das so weitergeht, hast du bald deinen eigenen Fanclub. Zieh diese Funi-Uniform an und mach weiter so. Dienerkleidung, Love is that. Ist eine schicke Fliege, die zu deiner Uniform passt. Denk dran, professionelles Auftreten ist die halbe Arbeit. Gute Arbeit. Ausgezeichnet. Schön, cool. Boah, guck mal an, wie groß das ist. Wo ist die Fliege? Keine Ahnung. So, reden wir noch schnell mit den ganzen Leuten hier. Das ist die barkliche Blutschwingbar. Ziemlich viele Bs. Ich verdiene mein Lebensunterhalt mit der Taverne. Es ist schon schwer genug, den Leuten einen netten Ort zu bieten, an dem sie etwas trinken können. Leider hat die Abteil nicht viel von Lokalen wie diesen und setzt mich unter Druck. Also wäre ich mit meinen erdenklichen Mitteln, das gehört eben zu meinem Geschäft. Gutes Essen, gute Getränke und offene Unterhaltung unter guten Freunden. So muss eine Taverne sein. Männer bräuchten Orte wie diese. Die roten Kisten sollen im äußersten Lagerhaus von Sexonhafen sein. Bitte melde dich, wenn du fertig bist. So. Ach, Velvet kann auch. Was? Okay. So, ach verdammt, ich kann das nicht kaufen. Ja, machen wir das. Vielleicht nicht in diesem Part oder im nächsten Part. Erstmal im nächsten Part können wir mal wieder nach draußen gehen. Okay. Hat der Speicherpunkt, aber dann kann sie, ne? Was ist mit dir? Okay, können wir einen Hund haben? Nur ich weiß nicht. Deine Mutter wäre es bestimmt nicht gefallen, aber gut, ich hole dir einen Hund. Ich werde dich wie ein Elendrichter verteidigen. Ja, ich gehe jeden Tag mit ihm spazieren. Ja. Ein Tag später tot. So, die Katzina gucken wir uns im nächsten Part an. Ich mache jetzt erstmal einen Schnitt und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Berseria. Ich glaube, ich alle Zuschauer und sagt tschüss, bis zur nächsten Folge.